Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Ich habe jetzt hier die Bluetooth-Box schon mal geladen, damit es dann halt auch schneller geht. Ich zeige sie euch erstmal, die habe ich für einen Kollegen bestellt. Wir haben hier vorne Touchscreen sozusagen, wie heißen die, touch-sensible Tasten oder so. Links und rechts ein Lautsprecher und unten, ja, ich denke mal, das wird auch noch ein bisschen Klangkörper sein. Hinten haben wir einmal USB zum Laden und da ist der Kopfhöreranschluss. Am USB direkt, der ladet gerade, haben wir nochmal so einen anderen Adapter für USB, wo wir ein Kabel drin machen könnten. Ich denke mal, der wird dafür sein, dass, wenn wir das Handy dann hier oben raufpacken, mit dem USB-Kabel an dem ranmachen können, dass wir praktisch alles über einen Wandadapter laden können. Ich werde euch mal nach unten richten. Testen konnte ich es noch nicht, weil der Akku leer war. Hier kann man auch drehen, da habe ich jetzt den Kopfhörerkabel drin. Ob der Schacht jetzt dafür da ist, weiß ich nicht. In der Anleitung habe ich jedenfalls nichts dazu gefunden. So, man soll Power gedrückt halten. So. Hier kommt, ach, jetzt leuchtet es auch richtig blau. Was ein bisschen schade ist, dass er mir jetzt nicht ansagt, Bluetooth Mode oder so, wie jetzt andere Geräte zum Beispiel. Die sagen ja Bluetooth Mode an. So. Jetzt sucht mein Gerät gerade nach diesem Bluetooth Lautsprecher. Die Lampe blinkt hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die blinkt hier. Na, nochmal scannen. Aber der... Mein Handy findet dieses Bluetooth-Headset jedenfalls nicht. Doch, Arctic, da haben wir doch. So. Verbunden. So, und dann werden wir jetzt mal was hören. Was hören wir denn da? Nehmen wir am besten mal das hier. Ah, wenn es komplett am Ende ist von der Lautstärke, dann piept es. Ja, da kommt ein dumpfes Geräusch. Ich mache den mal jetzt komplett volle Lautstärke. Kann man ja zusätzlich, wenn wir das jetzt so haben, wenn man jetzt hier, weil die Tasten jetzt nicht beleuchtet sind, weil die sind ja nicht beleuchtet, da könnte man dann auch direkt am Handy laut und leise machen. Den Klang finde ich sehr angenehm, muss ich sagen. Mal so machen, so. Ach, hier. Hör auf, der Mutti! Habe ich ja meiner Freundin geschickt. Mach das Licht an, Bein lesen, du verdirbst. Also der Sound geht.
Ich habe jetzt da nicht so viele Lieder drauf auf meinem Handy. Weil mein Handy meistens nur zum Aufnehmen für Autofahrvlogs, zum Anrufen und so benutzt wird. Aber zum Musik hören eher selten. Aber jetzt, ich habe ja noch genug Speicher frei. Kann ich jetzt erstmal Bluetooth ausmachen. Zack. Ah, jetzt blinkt es auch und sagt er mir, pass mal auf, Alter, hier ist nichts verbunden. Drei Sekunden soll man es hier gedrückt halten. So, dann ist es auch aus. So, vom ersten Klangerlebnis bin ich sehr zufrieden. Ist ein schönes Klangerlebnis. Wir haben auch hier, wie gesagt, jetzt mal komplett ohne Kabel, dass ihr seht, dass das auch ohne Kabel funktioniert. Muss ich mal hier... nochmal Bluetooth anmachen. Ah, und da schon bin ich verbunden mit Arctic. Abbrechen. Also es ist wirklich ein Bluetooth-Lautsprecher. So, jetzt ist das Ding aus wieder. Jetzt können wir hier auch wieder sagen, Bluetooth aus. X, so. Ist ein schönes, kleines Gerätchen, muss ich sagen. Und für den Balkon, ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich mir so ein Ding auch hole. Weil das habe ich ja für einen Kollegen bestellt. Ob ich mir jetzt auch so was für den Balkon hole. Sinnvoll wäre es auf jeden Fall. So, dann müssen wir das erstmal wieder hier einpacken. Gucken, wo hier was da hinkommt. So. Aber ich würde echt gern auch mal wissen, wofür diese Schacht ist, also die Kugel, die man drehen kann. Also in der Anleitung war nichts zu ersehen, wofür. Ich stecke da jetzt einfach die Kabel rein. Ja. Den anderen habe ich ja schon drin gemacht. Und so hat man die Kabel halt immer griffbereit, weil die jetzt da drin sind, wenn man laden muss oder so. Verpackt ist es auch gut. Also an sich ein schönes Gerätchen, muss ich sagen. Oh, also wer eine Bluetooth-Box sucht zum Hinstellen, wo man das Handy rauf machen kann, deswegen habe ich das für einen Kollegen bestellt, weil der wollte jetzt nicht so einen Lautsprecher für an der Seite oder den man irgendwo hinstellt. Und der wollte, also hinstellt, den stellt man auch hin, aber halt mit Handyhalterung, dass man das Handy drin machen kann, das war ihm ganz wichtig. Und da habe ich das gefunden und für einen relativ schmalen Taler, was ich jetzt bezahlt habe, weiß ich jetzt gar nicht genau, musste ich bei Amazon mal in meine Liste gucken, kriege ich ja sowieso von ihm wieder. Das war jetzt soweit auch erstmal. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.